Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Thank you.
den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Thank you.
Hades, mein Herr. Beeindruckend, wie weit du gekommen bist, Kratos. Doch dein Können bringt dich nicht bis ganz ans Ziel. Ich bitte dir, die Seelen des Hades selbst, die Seelen der Toten, bereit an deiner Seite zu kämpfen. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Thank you.
Beeindruckende Leistung, Kratos. Doch sei gewarnt. Wenn du die oberen Ebenen des Tempels erst erreicht hast, kannst du nicht ohne die Büchse der Pandora zurückkehren. Schutztempel der Büchse der Pandora hinaufstieg, erkannte er das Monument nicht nur als Göttertempel, sondern auch als Zeugnis des Wahnsinns seines sterblichen Erbauers. Die Untergeschosse des Tempels lagen hinter ihm, doch vor ihm lag eine selbst für den größten Krieger schwere Prüfung. Kratos hatte den Göttern lange genug gedient, um zu wissen, dass die Harpie eine Warnung war. Eine Erinnerung seines früheren Herrn an den Entschluss, der Kratos alles gekostet hatte. War es schon so lange her, dass er durch die Barbaren fast seinen Tod gefunden hätte? So lange, dass er alles geopfert hatte für seine Rettung? Ares! Der Himmel tat sich auf. Und hervor trat der Kriegsgott. Er stieg vom Olymp und erkannte in dem Sterblichen die Zeichen eines Gottes. Ares würde Kratos retten, ihn zum perfekten Krieger und seinem Diener auf Erden machen. Es bedurfte nur eines einfachen Treueschwurs. Mein Leben gehört dir, Ares. Von heute an führe ich deinen Willen aus. Und sein Schicksal war besiegelt. Wie versprochen, rettete Ares seine neuen Schüler und zerstörte mit seiner Gottesmacht jene, die Kratos und seine Männer getötet hätten. Kratos, den neuen Diener des Kriegsgottes, genügten Schwert und Schild nicht. Die Chaosklingen, geschmiedet in den stinkenden Tiefen des Hades. Einmal befestigt, haften die Ketten dem Träger an und verschmelzen mit seinem Körper. Eine ständige Erinnerung an Kratos' Gelöbnis. Im Gegenzug verleihen sie große Macht. Den Zorn des Ares in ihrem Innern. Doch bald würde er den wahren Preis solcher Macht erfahren.
Ein Preis selbst für Kratos zu hoch. Elende Bestie! Ich weiß, wem du dienst. Begib dich zu deinem Herrn. Sag dem Kriegsgott, ich diene ihm nicht mehr. Sag ihm, solange ich lebe, ist er nicht sicher. Ich finde die Büchse der Pandora. Und sei gewiss, damit werde ich ihn in die Knie zwingen. Der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Come on.
Kratos' Weg lag jetzt frei, doch die Erinnerungen waren noch da, so vertraut und beständig wie die an seine Hände geketteten Klingen. Bilder dessen, was er im Namen Ares getan hatte. Bilder, wie er Diener des Kriegsgottes geworden war. Und hier, seiner Menschlichkeit beraubt, nur mit dem Verlangen zu töten. Niemand war sicher. Ganze Armeen fielen ihm zum Opfer. Und den Soldaten, die ihm auf seinem endlosen Eroberungsfeldzug folgten. Alles im Namen seines Herrn. Wer den geringsten Widerstand zeigte, fand ein rasches Ende. Sie haben einen Tempel zur Anbetung der Athena erbaut! Das ganze Dorf ist eine Beleidigung für Ares! Brennt das Dorf nieder! Lasst nichts übrig! Vom Kriegsgott angespornt, wütete Kratos' Armee ruchlos und war überall wegen ihrer Brutalität gefürchtet. Es zählten nur Eroberungen im Namen Kratos, ihres großen Anführers, der fast unbezwingbar geworden war. Er war furchtlos. Doch dieser Tempel strahlte etwas aus. Etwas Verbotenes. All seine Instinkte warnten ihn davor, die Schwelle zu überschreiten, den Tempel zu betreten. Hüte dich, Kratos! Der Tempel birgt größere Gefahren, als du ahnst. Doch die Warnung des Orakels im Dorf nützte nichts. Sein Ehrgeiz war ungebrochen. Wer ihm entgegentrat, würde sterben. In diesem Moment verwandelte sich sein Hochmut in Entsetzen. Das Bild seiner beiden letzten Opfer würde ihn ein Leben lang verfolgen. Nach dieser Tat konnte Kratos seinem Herrn nicht länger dienen. Nun hatte er nur noch ein Ziel: Ares Tod. Er würde ihn töten, den Gott des Krieges. Ares, für deine Tat in jener Nacht wirst du sterben. Ah!
lässt den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos.
Kratos, deine Suche ist zu Ende. Als erster Sterblicher hast du die Büchse der Pandora gefunden. Es ist noch Zeit, Athen zu retten. Bringe die Büchse zurück in meine Stadt und töte damit Ares. Kehre zurück nach Athen, Kratos. Kehre zurück und rette meine Stadt. Bringe die Büchse der Pandora zurück nach Athen, Kratos. Ohne sie kannst du Ares nicht töten. Nach 1000 Jahren war die Büchse der Pandora endlich befreit. Kratos besaß nun das Mittel, um den Kriegsgott zu töten. Weit weg in Athen wusste Ares, dass Kratos Erfolg gehabt hatte. Nun denn, Spartaner, du hast Zeus' kostbare Büchse gefunden. Aber du lebst nicht lange genug, um sie zu öffnen. Dafür sorge ich. Leb wohl, Spartaner. Du wirst auf ewig in den Tiefen des Hades verrotten. Als das Leben aus Kratos entwich, kehrten seine Gedanken zu jener Nacht zurück. Selbst im Tod wichen die Erinnerungen nicht von ihm. Denn wie sollte er vergessen, seine Familie getötet zu haben? Ein grausamer Trick, ersonnen vom Gott des Krieges. Mein Weib, mein Kind. Wie? Ich ließ sie in Sparta. Du hast meine Erwartungen erfüllt, Kratos. Jetzt, wo dein Weib und Kind tot sind, kann dich nichts mehr halten. Du wirst noch stärker werden. Du wirst zum Tod selbst. Doch als die Flammen den Tempel verschlangen, erkannte Kratos seinen wahren Feind in dem Gott, der ihn einst gerettet und der ihm nun alles genommen hatte. Ares! Von dieser Nacht an wirst du für alle sichtbar ein Zeichen deiner schrecklichen Tat tragen. Die Asche deines Weibes und Kindes wird auf ewig an deiner Haut haften. Und dieser Fluch ließ alle erkennen, welch Untier er geworden war. Mit weißer Haut, gefärbt von der Asche seiner toten Familie, war der Geist Spartas geboren. Am Ende, im Tod, hatte er versagt. Als die Schergen des Ares die Büchse nahmen, schwand das Leben aus Kratos und seine Seele fiel in die Feuer des Hades. Und Kratos fiel in die Unterwelt, in den Fluss Styx, dessen starke Strömungen selbst den stärksten Sterblichen zu seiner letzten Ruhe zu bringen vermochten. Aber Kratos war noch nicht bereit für die letzte Ruhe. Er wollte leben, zur Erde zurückkehren und seine Suche vollenden. Lass
Lass los, Narr! Reiß mich nicht in diesen verfluchten Fluss! Ich habe dort oben noch eine Aufgabe. Und die werde ich erfüllen. Du schon wieder? Au! Thank you.
Kratos. Und kein bisschen zu früh. Bin gerade mit dem Graben fertig. Wer bist du? Ah, das ist mal eine interessante Frage. Doch nun beeil dich. Athen braucht dich. Woher wusstest du, dass ich... Athene wacht nicht als einzige über dich, Spartaner. Erfülle deine Aufgabe, Kratos. Und die Götter vergeben dir deine Sünden. Kratos ist zurück. Zu spät. Ares hat Athen erobert. Es gibt keine Hoffnung. Thank you.
Kratos hatte die Wüste der verlorenen Seelen, die Todesfallen des Pandora-Tempels und den Hades selbst bezwungen. Nun musste er nur noch eins tun. Zeus, siehst du, was dein Sohn vermag? Du hast Athene bevorzugt, doch ihre Stadt liegt in Trümmern vor mir. Und nun ist selbst die Büchse der Pandora mein. Soll ich sie gegen den Olymp einsetzen? Kratos, selbst die Unterwelt hält dich nicht. Mehr hast du nicht, Vater, einen gebrochenen Sterblichen, um mich, den Kriegsgott, zu besiegen? Nach Jahrtausenden war die Büchse der Pandora endlich geöffnet. Die Macht der Götter entfesselt. Du bist dennoch nur ein Sterblicher. Schwach wie an dem Tag, als du um dein Leben flehtest. Ich bin nicht mehr der Mann von damals. Das Monster, das du erschufst, ist zurück, um dich zu töten. Du weißt nicht, was ein wahres Monster ist, Kratos. Deine letzte Lektion steht an. Freue dich auf die Deinen, Spartaner. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Ist das schon alles? Du bist kein Krieger. Du hast verloren, Spartaner! Deine Knie treiben, Kratos. Ich lehrte dich viele Wege, einen Menschen zu töten, Kratos. Fleisch brennt, Knochen brechen. Doch den Geist eines Mannes zu brechen, ist sein wahrer Tod. Erkennst du diesen Ort wieder, Spartaner? Du hast wohl an nichts anderes gedacht, seit jener Nacht. Die Albträume, die Kratos die letzten 10 Jahre verfolgten, hatten nun Gestalt angenommen. Seine Vergangenheit stand vor ihm. Kratos, was geschieht? Wo sind wir? Bei den Göttern. Kann das sein? Du kannst mich nicht aufhalten!
werde ich meine Familie retten! Bring uns heim! Siehst du, Kriegsgott! Einmal hast du sie mir genommen, aber du bekommst sie nie wieder! Du kannst sie nicht retten, Kratos. Du opfertest sie für deine Suche nach der ultimativen Macht. Alles hat seinen Preis. Nicht diesen. Ihren Tod wollte ich nicht. Kein Preis ist zu hoch für das, was ich dir bot. Und du lehntest mich ab, einen Gott. Jetzt hast du keine Macht, keine Magie. Dir bleibt nur der Tod. Nein, nicht schon wieder. Du hättest dich mir anschließen sollen, Kratos. Du hättest stärker sein müssen. Bei den Göttern. Der Kampf war nicht vorbei. Die Götter hatten ein letztes Geschenk für Kratos. Ich habe noch Freunde im Olymp, Ares. Jetzt erfährst du, wie stark ich bin. Erinnere dich, Kratos. Ich war es, der dich aus größter Not rettete. Ich weiß es noch, Ares. Ich weiß, wie du mich gerettet hast. In jener Nacht.
wollte ich einen großen Krieger aus dir machen. Das hast du. Das Unmögliche getan. Als Mensch einen Gott besiegt. Ares war tot. Die Stadt war gerettet. Und blühte auf. Was man von Kratos nicht sagen konnte. Denn als er seine Seele mit Hilfe der Götter wiederfinden wollte, erfuhr er die Wahrheit. Athene, befreie mich von den schlimmen Erinnerungen. Gut gemacht, Kratos. Obwohl wir den Tod unseres Bruders bedauern, stehen die Götter an deiner Schuld. Wir versprachen dir die Vergebung deiner Sünden. Doch wir versprachen keine Befreiung von deinen Albträumen. Kein Mensch, kein Gott könnte deine schrecklichen Taten je vergessen. In dem Wissen, dass seine Visionen nie verschwinden würden, ging Kratos schließlich zu den Uferklippen am Ägäischen Meer. Verlassen von den Göttern des Olymp. Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn. Doch dies war nicht Kratos' Schicksal. Die Götter hatten andere Pläne. Emporgehoben wie eine Feder entstieg Kratos dem Meer und fand sich auf festem Boden wieder. Heute stirbst du nicht, Kratos. Die Götter entlassen niemanden in den Freitod, der ihnen solche Dienste erwiesen hat. Ares war zu brutal. Seine Zerstörungswut musste aufgehalten werden. Doch nun ist dein Thron auf dem Olymp frei. Und uns fehlt ein neuer Kriegsgott. Nimm diese Treppe, Kratos. Sie führt dich zu deiner letzten Belohnung. Und von diesem Zeitpunkt an, in alle Ewigkeit, wenn Männer in den Kampf zogen, für das Gute oder das Böse, taten sie dies unter den Augen des Mannes, der einen Gott besiegt hatte. Sie wurden angespornt von Kratos, dem Sterblichen, der zum neuen Gott des Krieges geworden war.